Ein Mann sitzt vor einer Leinwand. Fährt mit dem Pinsel in einen Farbtopf. Einstellung dreht sich. Man sieht, dass es sich um den Maler Martin Töchterle handelt, der im Rollstuhl sitzt und einen roten Ball malt. Plötzlich hüpft der rote Ball aus der Leinwand und landet in den Händen des Sportschützen Werner Müller. Er zielt und trifft genau. Daraufhin wirft er den Ball weiter. Der rote Ball landet bei einer jungen Dame. Sie gehört zur Rollstuhltanzformation Tiroler. Mehrere Personen in Rollstühlen tanzen gekonnt in Formationen, gemeinsam mit ihren Partnern, die nicht in Rollstühlen sitzen. Der Ball wird weitergeworfen und landet bei Marco Glatzl, einem jungen Schwimmer, der nur einen Arm hat. Er steigt auf den Startsockel im Schwimmbad und wirft den Ball hinein, um ihm hinterherzuspringen. Man sieht ein Innsbruck-Panorama. Der Filmtitel wird eingeblendet. Wir sind los. Innsbruck verändert sich. Der Behindertenbeirat der Stadt Innsbruck. Eine Straßenbahn fährt über den Vorplatz des Hauptbahnhofs. Ein Zug fährt ein. Die Rollstuhlfahrerin Elisabeth Rieder erzählt. Wenn man am Bahnhof Innsbruck ankommt, wird man von freundlichem Zugpersonal übergeben an hilfsbereite, sehr serviceorientierte MitarbeiterInnen des Bahnhofs Innsbruck. Übergeben über eine Rampe, über eine elektronische Rampe für Rollstuhlbenutzerinnen. Generell ist der Bahnhof Innsbruck sehr barrierefrei und modern gestaltet worden. Das trägt wesentlich zur Reisebereitschaft und Reisefreudigkeit von behinderten Menschen bei. Sie ruft den Lift auf dem Bahnsteig, fährt hinein. Man sieht die Bahnsteiguhr. Als Untertitel erscheint der Lautsprechertext S-Bahn vom Brenner mit der Planankunft um 10.36 Uhr fährt geändert am Bahnsteig 3 ein. Die Kamera schwenkt auf den Zug, der auf einem anderen Bahnsteig einfährt. Eine wartende Frau bemerkt den Bahnsteigwechsel erst jetzt und läuft dem Zug hinterher.
Die Frau sitzt auf einer Bahnhofsbank und wartet. Es ist die gehörlose Monika Mück-Eck. In Gebärdensprache erzählt sie, ich habe den Zug verpasst, weil ich gehörlos bin und es für uns hier am Bahnhof nicht barrierefrei ist. Ich konnte die Lautsprecherdurchsage über den Bahnsteigwechsel nicht hören. Ich wünsche mir visuelle Anzeigen auf einem Display. Der rote Ball fällt in ihre Hände und sie steht auf. Man sieht wieder die Rollstuhlfahrerin, die im Lift unten ankommt. Sie fährt aus dem Lift und der rote Ball fällt ihr in den Schoß. Sie fährt durch die Haupthalle des Bahnhofs. Wenn ich noch einen Wunsch äußern dürfte, dann wäre es dieser, dass künftig auch Spontanreisen über die Serviceeinrichtung der ÖBB für Rollstuhlbenutzerinnen möglich wären. Momentan muss eine Reise 12 Stunden vorher angemeldet werden. Das ist oft sehr unpraktisch und kompliziert. Wenn man spontan auf Dienstreise fahren muss oder einer familiären Verpflichtung nachkommen muss, wo man schnell von A nach B kommen muss. Im Reisezentrum des Bahnhofs findet ein Gespräch statt, dessen Inhalt als Untertitel eingeblendet wird. Grüß Gott, ich möchte eine Reise bei Ihnen buchen. Haben Sie eine Induktionsanlage hier? Ich bin nämlich schwerhörig. Wir haben eine Induktionsanlage da. Dann werde ich das gleich umschalten. Der schwerhörige Werner Pfeiffer erklärt. Jawohl. Verstehen Sie mich gut? Ja, ich verstehe alles. Der Vorteil von Induktionsanlagen ist immer, dass ich die Störgeräusche weggefiltert habe, damit ich Ihre Sprache sehr gut verstehe und mich nicht so anstrengen muss, um die Sprache zu verstehen. Jawohl. Leider wissen die meisten Schwerhörigen das nicht, weil es bei uns wenig Angebote gibt, so wie da jetzt bei der ÖBB. Ja, ich würde jetzt gerne bei Ihnen eine Reise buchen. Ein blinder Mann, Michael Berger, orientiert sich und geht mit seinem Stock entlang des Leitsystems durch die Haupthalle des Bahnhofs. Der Innsbrucker Hauptbahnhof ist einer der ersten Großbahnhöfe Österreichs gewesen, in dem flächendeckend Blindenleitsysteme installiert wurden. Weiters bieten die ÖBB an den meisten Handläufen Informationen, wo man sich befindet und wohin man gehen kann, zum Beispiel zum Ausgang oder zu einem bestimmten Bahnsteig. Michael Berger fährt die Rolltreppe hoch. In der oberen Halle sieht man eine Frau im Rollstuhl und eine hinter ihr stehende Frau, die auf die Bildschirmanzeige schauen. Der Ball rollt auf sie zu. Die Frau im Rollstuhl zeigt mit ihrem Finger auf Buchstaben, die sie auf einem Papier auf ihrem Schoß hat. Zu. Schnell. Ich fasse nochmal zusammen, was die Frau Rauchberger aufgeschrieben hat. Die Schrift ist zu klein. Es gibt hier keine Bilder. Und die Durchsagen sind viel zu schnell. Der Blinde verlässt über das Leitsystem den Bahnhof. Sein Gehweg wird von einem Fahrrad versperrt. Eine Ampel schaltet auf grün. Der Blinde geht über die Kreuzung und findet eine Infotaste an der Busstation. Die Zeit 15.28 Uhr. Sie befinden sich an der Haltestelle Innsbruck Hauptbahnhof. Ein Bus hält und Leute steigen aus.
Hallo, Linie R, Richtung Regasse bitte. Danke vielmals. Bitte gern. Michael Berger steigt in den Bus ein. Fahren mit den Innsbrucker Verkehrsbetrieben ist für blinde und sehbehinderte Menschen besonders gut, weil man mit fast 100%iger Sicherheit davon ausgehen kann, dass der Busfahrer bzw. die Busfahrerin den Blinden und Sehbehinderten ansagen, welche Linie sie sind und in welche Richtung sie fahren. Der Blinde steigt aus dem Bus aus. Die Rollstuhlfahrerin fährt über die Rampe in das Café Zentral. Im Gastraum des Cafés sieht man den Ball liegen und an einem Tisch unterhalten sich der schwerhörige Werner Pfeiffer und die Rollstuhlfahrerin Elisabeth Rieder. Das ist, ich denke mal, das ist in Innsbruck viel passiert in den letzten Jahren, was die Behinderten anbelangt, muss man echt sagen. Nur Akupi ist immer untergegangen, das sind schwer. Da ist eigentlich wenig gemacht worden, bis gar nichts. Und ich denke mal, da sollten wir in nächster Zeit vielleicht mal ein Augenmerk machen. Guten Morgen, grüß Gott. Werner, der Kellner, möchte die Bestellung aufnehmen. Ich bin schwerhörig, ich höre nicht, dass ich mich von hinten anrede, aber ich hätte gerne ein Cappuccino. Jawohl, gerne. Ein Kaffee Latte bitte. Gerne. Ja, das ist eines von den Problemen, wenn mich wer von hinten anredet, dann habe ich natürlich eben Störlärm, als wenn und andere Geräusche da sind, einfach die Schwierigkeiten, das nicht zu hören. Wenn meine Hörgeräte nach vorne gehen und nicht nach hinten, das sind die Probleme, die man nicht bedenkt. Nein, und das ist auch in der Bevölkerung das Bewusstsein nicht drinnen. Überhaupt nicht, weil man ja nicht drüber redet, über die Schwerhörigkeit. An einem anderen Tisch sitzen die Gehörlosen Monika Mückegg und Paul Steixner. Sie unterhalten sich in Gebärdensprache. Hast du gewusst, dass die Stadt Innsbruck die Dolmetschkosten übernimmt, wenn ein Gehörloser zum Beispiel zu einem Gespräch oder zu einem Amt möchte? Da übernimmt die Stadt Innsbruck die Dolmetschkosten. Aha, ist das so? Schon seit 1996? Wie kann ich mir das vorstellen, dass da ein Dolmetscher mitgeht oder wohin zum Beispiel? Ja, wenn ein Gehörloser zum Beispiel ein Aufgebot erstellen will. Und das läuft gut? Ja, das läuft gut. Das ist wirklich super mit der Stadt Innsbruck. Der Ball hüpft über die Treppe des Café Zentral auf die Straße. Die Rollstuhlfahrerin fährt durch die Straßen. Beim Queren der Straßenbahnschienen hat sie leichte Probleme. Wie auch mit so mancher Gehsteigkante und Rampe. Sie kommt in den Rathausgalerien an. Vor dem Behinderten-WC Manuela Steinkellner, eine Morbus-Crohn-Patientin. Sie erzählt: In der Stadt Innsbruck gibt es 40 Behinderten-WCs, davon 3 in der Rathausgalerie, die mit einem Euro-Key, einem Schlüssel für Behinderten-WCs, zu sperren ist. Zusätzlich dazu haben wir noch eine Karte, die uns ausweist, dass wir aus medizinischen Gründen ein WC brauchen. Der Behindertenbeirat der Stadt Innsbruck hat sogar auf den Radwegen auf dem höchsten Gipfel von Innsbruck am HVLK so ein Behinderten-WC mit Euro-Key eingerichtet. Wichtig für transplantierte Patienten, immundepressierte Patienten oder welche eine schnellere Darmpassage haben. Sie können den Schlüssel benutzen, haben ein sauberes WC. Und jetzt verschwinde ich auf mein stilles Örtchen. Der Blinde sucht in den Rathausgalerien den Lift. Findet den Knopf, drückt ihn und steigt ein. Und
Wichtig für Blinde ist, dass Lifte mit taktilen Ziffern ausgestattet sind und dass sie auch Sprachausgabe haben, damit man sich richtig orientieren kann. Wie schwierig es ist für Blinde, den richtigen Schalter zu finden, wenn sie nicht markiert sind, wird man hier im Passamt bzw. im Einwohnermeldeamt sehen. Man sieht die Nummernausgabe ohne taktile Information und ein Zettel ist nur bedruckt. Auf der Anzeige blinkt eine Nummer auf, aber keine akustische Verständigung. Michael Berger steigt aus dem Lift aus und geht in ein Besprechungszimmer, in dem schon mehrere Personen des Behindertenbeirates zu einer Sitzung zusammengekommen sind. Dolmetscherin Claudia Bayer übersetzt für eine Gehörlose. Vorsitzende Elisabeth Rieder leitet die Sitzung. Monika, könntest du uns bitte zu der Dolmetschproblematik was berichten? Hat sich da seit der letzten Sitzung irgendetwas getan? Seit der letzten Sitzung hat sich noch nicht wirklich verändert. Ich habe wieder mal ein Mail geschrieben an die DILAG, bitte eine Indexanpassung zu vollziehen in Anbetracht der Dolmetsch-Sache, aber bis jetzt hat sich noch nicht wirklich was getan. Ne? Monika, können wir vom Beirat aus die Dolmetschzentrale irgendwie unterstützen bei deiner Problematik? Doch, das wäre sehr fein. Also ich würde auf jeden Fall Unterstützung brauchen, gerade in, dass Sie einfach die UN-Konvention auch berücksichtigen auf der DILAG. Danke, Moni. Wir werden das in Angriff nehmen. Werner, darf ich dich fragen, hast du in letzter Zeit bezüglich der Induktionsanlagen was erreichen können? Noch nichts Endgültiges. Mit dem Kongress sind wir in Verbindung. Da gibt es Gespräche. Denkt man, da werden wir in kurz lang sicher eine Lösung finden. Grundsätzlich ist das Problem in Tirol natürlich gegeben, dass keine öffentlichen Bereiche barrierefrei für Schwerhörige sind, weil es keine Induktionsanlagen gibt. Also im Festspielhaus in Erl, da muss man noch dran arbeiten und da denke ich mir, müssen wir einfach miteinander auch noch Aktionen starten, um das barrierefrei zu machen. Und du wirst da dranbleiben? Nein, ist selbstverständlich. Bascho, dürfte ich dich fragen, ist in der letzten Monitoring-Ausschusssitzung das Thema auf persönliche Assistenz gekommen? Bei der letzten Sitzung des Monitoring-Ausschusses nicht, aber zu dem Thema persönliche Assistenz hat es eine Monitoring-Ausschusssitzung gegeben in Innsbruck. Und wir sind natürlich als Betroffene sehr froh, dass es diesen Ausschuss gibt zur Überwachung der Behindertenrechtskonvention und hoffen und arbeiten daran, dass es eine entsprechende Stelle auch in Innsbruck, in Tirol geben wird. Martin, kannst du uns bitte über das barrierefreie Bauen in der Stadt Innsbruck erzählen? Ja, kann ich machen. Also als Erste möchte ich meine Erinnerung rufen, dass die Nordkettenbahn sehr gut ausgebaut ist, speziell für Rollstuhlfahrer und blinde Menschen. Das heißt, sämtliche Stationen sind barrierefrei, sogar die oben im Alpenzoo ist barrierefrei, obwohl da ein riesiger Turm, ein Treppenhausturm gebaut wurde mit Aufzug. Und was auch ganz interessant ist, als Rollstuhlfahrer kommt man halt bis ins Hafenlekar. Und das ist sicher ganz eine interessante Sache. Ich weiß nicht, ob du schon mal oben warst, aber schon geil. Als Zweites, die Bergiselschanze ist von der Kasse herunten über Schrägaufzug und einen Aufzug im Turm selber ebenfalls barrierefrei erreichbar für Rollstuhlfahrer und Blinde. Also man kann da oben auch frühstücken, was sehr oft angeboten wird. Was interessant ist auch zu berichten, das ist das Leit- und Infosystem, was auf dem Klinikareal momentan ziemlich fertig ist. Und es gibt einen Infotaster für blinde Menschen, die können den drücken und auch eine Sprachausgabe, wo man genau hört, da stehe ich, wie kann ich weitergehen, wo komme ich als nächstes hin. Sie befinden sich beim Infopunkt 2 auf der Westseite des Gebäudes Medizinzentrum Anichstraße, zurück zur Hauptlinie, 90 Grad nach rechts. Die Stadtmagistrat ist auch barrierefrei, also alle Geschosse sind erreichbar und was auch hier interessant ist, das ist, dass für Gehörbehinderte eine induktive Höranlage im Bürgerservice auszuleihen ist, damit man da irgendwo Besprechungen teilnehmen kann oder sich informieren kann. Der schwerhörige Werner Pfeiffer betritt das Bürgerservice.
Könnt ihr mir die ausleihen? Gerne. Die Dame holt das Gerät und erklärt. So. Das wäre das. Naschel, haben das Ladegerät dabei. Das ist das für Sie. Danke, das hänge ich mir gleich um. Von dem ganzen Haus barrierefrei hin. Genau, und das ist Gegenstück für Ihren Gesprächspartner. Wunderbar. Lassen wir gerade dabei da drinnen. Und wenn Sie es dann nach Verwendung gerade wieder vorbeibringen. Wunderbar. Bitte gerne. Danke. Bitte, wiederschauen. Weiter in der Beiratssitzung der Stadt Innsbruck. Der Rampenausbau bei Kreuzungen und Überwegen schreitet auch immer mehr voran. Dies auch deshalb, weil die Straßenbahn weiter ausgebaut wird und da immer wieder auch Kreuzungen, Anbindungen sind. Und das ist eigentlich die Rampe, wie wir es vor 10 Jahren da im Eckbereich beim Rathaus bei der Kolinngasse begonnen haben. An einem Kreuzungsbereich erinnern sich Martin Exenberger, Michael Berger und der Tiefbauplaner der Stadt, Walter Zimmeter. Haben wir angefangen, Rampen zu bauen in Innsbruck. Das war die erste Rampe. Was war der Anlass damals? Ja, der Anlass war, der Behindertenbeirat hat sich vor 10 Jahren gegründet. Und da war der Stein des Anstoßes, dass einfach diese Keile bei den Überwegen viel zu steil sind. Und da fallen uns die Leute drüber und die Rollstuhlfahrer haben sowieso keine Chance. Ja, wir waren damals schon stolz, dass wir die behindertengerechten Rampen haben. Aber heute wissen wir, wie man es wirklich macht, natürlich. Gell? Ja, weil die Richtlinien schon widersprechend waren. Ja. Und ich habe am Anfang nicht recht anfangen können mit unseren ganz die flachen Rampen. Ja, genau, gell? Weil wir eben den Widerstand von den von den Kanten gebraucht haben, damit wir wissen, okay, jetzt sind wir wieder auf der anderen Seite von der Straße. Ja, damit man weiß, wo die Fahrbahn anfängt. Gell? Mhm. Das haben wir jetzt gelöst mit den taktilen, quäligen Linien. Linien, mit den Aufmerksamkeitsfeldern. Da haben wir es noch gelöst mit einem Pflasterstein. Ja, mittlerweile wissen wir, dass eigentlich die Rillenplatten das bessere Medium sind, weil es vorne ein eindeutiger Stopp ist für den Blinden. Mhm. Und der weiß eindeutig, dieses T ist ein Überweg, ein gesicherter Überweg, da kann man gesichert drüber gehen. Genau, eben durch die Sperrlinie vorne, ja. Dass man eben weiß, okay. Aber so hat sie sich halt einfach weiterentwickelt und ich glaube, wir sind in der Stadt Innsbruck auf einem guten Weg. Weiter in der Beiratssitzung. Über 10 Jahre ist es nun her, dass der Behindertenbeirat der Stadt Innsbruck ins Leben gerufen worden ist. Ein wertvolles, beratendes Gremium. Wir haben in diesem Gremium viel erreicht. Es gilt aber auch weiterhin noch viel im Behindertenbeirat der Stadt Innsbruck zu erreichen, dass wir mitgestalten an einer barrierefreien, innovativen Stadt Innsbruck, in der sich die Bürgerinnen und Bürger und auch unsere Gäste der Stadt Innsbruck wohlfühlen können. Die Rollstuhlfahrerin fährt durch die Rathausgalerien und die Straßen von Innsbruck. Fährt in die Bank Austria in der Maria-Theresien-Straße und behebt bei einem Bankomaten Geld. Der Blinde Michael Berger wartet im Kaufhaus Tirol am Infopoint und wird vom Shopping-Assistenten abgeholt. Ich habe den Herrn Antonio jetzt erreicht und er kommt jeden Moment. Danke vielmals. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Wiedersehen. Wunderschönen guten Morgen. Oh, hallo. Danke. Geht mir gut. Sie heute begleiten? Wir gehen heute zum Intersport. Gerne. Gehen wir zum Lift? Ja, bitte. Sehr. Das ist langsam.
wir mal was für die Gelenke vielleicht? Brauche ich leider nichts. Geh mal zu den Ballen. Ja, genau. So. So. Hier meine in weiß und blau. Vielleicht eben, der kostet 29,90. Mhm. Nein, ist eigentlich nicht das, was ich mir vorstelle. Ich suche eher einen Gymnastikball, nicht einen Fußball. Möchtest du das probieren? Vielleicht, wie fühlst du? Oh, der schaut gut aus. Ich glaube, den nehmen wir, ja. Na, gehen wir zum Kassa gleich. Mhm. Fein. Sie kaufen den roten Ball. Im Eurospar spannt der mobilitätseingeschränkte Rajko Obradovic einen Spezialeinkaufswagen vor seinen Rollstuhl. Er kauft mehrere Dinge ein. Eine Verkäuferin kommt und reicht eine Packung vom höchsten Regal herunter. Auch beim M-Preis kann man gut einkaufen. Bitte 10,14 Euro. Monika Rauchberger im Rollstuhl bestätigt das über ihre Buchstabenkarte. Am. Bildschirm. Kann. Man den. Preis. Gut. Lesen. Am Bildschirm kann man den Preis gut lesen. Der Blinde Michael Berger spaziert am Silufer entlang und zeigt die Tafeln des Blindenlehrpfades. Zwischen dem Silbach und dem Baggersee gibt es entlang der Sil den in Österreich einzigartigen Blindenlehrpfad. An mehreren Infostationen gibt es Interessantes rund um das Leben in und um die beiden Innsbrucker Flüsse zu erfahren. Und hier haben wir die Tafel. Schauen wir mal, um was es da geht. Hier geht es um fette Flossen und schlanke Springer. Als ersten Fisch hätten wir da eine Esche. Hautreizstoffe aus. Wir werden sehen, wie sich Innsbruck in den nächsten Jahren weiter verändern wird. Michael Berger spaziert weiter und wirft den roten Ball in die Luft, der über Innsbruck in der Sonne verschwindet. Idee Behindertenbeirat. Ton Helmut Mader, Kameraassistenz Erwin Eichner, VXF-Artist Patrick Vogel, Bildtechnik Hans Zukup, Musik freesoundtrackmusic.com, Koordination Wolfgang Grünzweig, Leichtlesen-Filmtranskript Capito, Sprecher Bildbeschreibung und Leichtlesen Johann Nicolussi, Produktion Christine Opitz-Plörer, Ernst Pechlaner, Kameraschnitt und Gestaltung Heinz Fechner, eine Produktion der Glotzpippen im Auftrag der Stadt Innsbruck, 2013, alle Rechte vorbehalten.